Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Starbound. Ich freue mich, dass ihr wieder reinschaut und ja, wir sind hier dabei, unseren Garten anzulegen. Unseren schicken Garten, der etwas größer sein soll. Ich überlege gerade, ob wir da nicht lieber die hängenden Gärten von Theben machen. So ungefähr stelle ich mir das gerade vor. Ob wir noch eine Etage tiefer gehen, damit wir hier schön ordentlich Pflanzenplatz haben. Bei den letzten Folgen, die ich jetzt am Stück aufgenommen habe, habe ich übrigens nicht geschaut, ob das Soundproblem jetzt behoben ist. Also wenn im schlimmsten Fall der Sound gestört oder sonstiges ist, bitte ich das zu entschuldigen. Ich hätte es gerne gehabt, dass die Gärten auf einer Ebene mit dem Hintergrund sind, aber das wird wohl dann nicht funktionieren. So, und dann müssen wir einmal mit der Ho-Ho-Ho hier drüber. Dann nehmen wir mal die hier. Solange, bis wir eine andere finden. Ist das auch die richtige? Ja, ne? So, dann haben wir hier einen schönen großen Garten. Das sieht alles ein bisschen komisch aus hier an dieser Ecke, findet ihr nicht? Naja, sei es drum. Das ist also jetzt unser Garten. Und was machen wir im Garten natürlich noch? Wir machen da einen schicken Gartenzaun drumherum, würde ich sagen. Wenn wir jetzt noch genug Holz haben. Wenn wir nicht genug Holz haben, dann sollten wir vielleicht einfach mal... Ja, man kann es ja auch eingeben, wie viel man haben will. Okay. Ich weiß nur zum Testen. Ich weiß, das sah bescheuert aus. Wo war es denn? Fans. Da machen wir mal 10 Zäune. 9. Keine Ahnung, wie man das wieder macht. Aha. So, dann haben wir hier einen schicken... Oh, das war alles. Oh. Haben wir denn kein Holz mehr oder habe ich nicht genug? Wir müssten doch eigentlich noch genug davon haben, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Machen wir mal. So. Und jetzt können wir auch nochmal... Ah, ein Bett können wir machen. Vielleicht können wir damit... vielleicht können wir damit unsere Health wieder regenerieren des Nachts. Das wäre natürlich cool. Ich hatte übrigens zwischenzeitlich jetzt einen Safe-Game-Absturz. Wenn ihr den auch habt, kann ich euch einen Tipp geben, wie ihr das beheben könnt. Und zwar, ihr müsst in Steam-Apps... Oh, ich verhungere. Um Gottes Willen, ich verhungere, ich verhungere, ich verhungere. Ich verhungere. Oh, 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 oh. Was kann ich denn hier von essen? Wo hab ich denn... Kann ich denn Brot kochen? Nee. Mal schauen, was ich... in den Ofen reinpacken kann, dass ich direkt kochen kann. Vielleicht Popcorn oder so. Gar nichts. Ja, dann werde ich jetzt einmal kurz sterben. Da kriegen wir Punkte abgezogen. Weil ich vergessen habe, dass wir natürlich backen und kochen und sowas alles müssen. Aber Weizen hier reinpacken und so, das bringt nichts, ne? Nee. Nee. Ja, damit hätten wir wahrscheinlich ein Brot backen können, aber das ist jetzt zu spät. Vielleicht schaffe ich es noch rechtzeitig, irgendwie Fleisch hier ranzukarren. Aber rohes Fleisch ist natürlich auch nicht so lecker. Also Memo an uns. Wir müssen immer rechtzeitig essen und trinken. Ja, Entschuldigung, kleiner Stinker, aber ich brauche dein Fleisch, sonst sterbe ich. Auch wenn du vielleicht jetzt gerade nicht so motiviert bist, mir dein Fleisch zu geben, wie ich feststelle. Nicht da unten reinfallen, da sehe ich doch nichts. Tja.
So hat sich das Hungerproblem auch erledigt. Also wir sterben jetzt, werden regenerieren und dafür bekommen wir, glaube ich, Punkte abgezogen. Ja, da, da haben wir wieder was gelernt. Huch. Nämlich rechtzeitig Essen kochen. Ja, ja. So, unsere Mission ist übrigens das, ist immer noch, dass wir hier mal ordentlich Eisen sammeln. Aber jetzt wollte ich erstmal hier den Garten zu Ende bauen. Wir machen das mal eben anders. Wir machen mal eben den hier nach da. Kein Fleisch, oh oh, und Vögelchen. Ey! Das wird mit Feuerbällen, ist es denn wahr? Ein Hähnchen! Ein Hähnchen! Wie geil ist das denn? Da wollen wir mal gucken, ob wir das kochen können. Was haben wir hier? Oh, Leder, das ist natürlich auch nicht schlecht. Ach nee, das war am Campfire, können wir kochen, ne? Das müssen wir auch noch irgendwo hinmachen. Das machen wir auch hier unten mal rein. Dazu müssen wir erstmal eins herstellen. Campfire da. Das können wir auch schön hier reinmachen. Ich hoffe, das geht da nicht irgendwann aus. So, können wir jetzt Weizen kochen? Nee, ne? Nein. Aber das Fleisch. Wo ist das denn jetzt wieder hin? Ah, das steckt noch im Ofen, ne? Das habe ich im Ofen vergessen. Also wenn wir nochmal hungern, dann haben wir jetzt immer Fleisch dabei. So. Und dann wollte ich hier meinen wunderschönen Garten weiterbauen. Schon wieder zu wenig. Wo waren wir denn? Garten? Gartenzaun? Gartenzaun? Da. Also viel brauchen wir nicht mehr. Jetzt komme ich ja gar nicht hier dran. Kann ich denn da jetzt... Also, kann ich denn da noch pflanzen? Also, Korn ist gut für die Verdauung. Dann lernen wir hier schon mal. Dann wollen wir mal gucken, ob wir überhaupt noch pflanzen können jetzt hier. Sonst hätte ich das ja alles umsonst gemacht. Ah ja, das geht. Nicht. Toll. Ja, Gala, du bist ein Genie. Manchmal. Und wir wollten ein Bett bauen, um zu gucken, ob wir damit die verlorene Gesundheit wieder regenerieren können. Schauen, ob das jetzt geht hier. Nee. Dann machen wir das auf jeden Fall schon mal so. Und dann bauen wir den Zaun wieder weg. Ja, ich dachte echt, das wäre gegangen, ne? Dass man da so schön einen Zaun hinmacht und dann... Da frage ich mich allerdings, was das für einen Sinn haben soll. Da machen wir den Zaun wahrscheinlich nur so als Abschluss, oder? Da machen wir jetzt erstmal ein schönes... Also ich hätte ja dann Bock darauf, richtig schön Brote zu backen. Aber wir testen jetzt mal, ob wir hier irgendwie bei Nacht schlafen können. Haben wir denn jetzt ein Bett gebaut überhaupt schon? Ja, haben wir schon. Das platzieren wir dann mal. Ist auch so viel Platz hier im Moment. Ah ja, und das geht. Seht ihr? Da kommen so Zahlen hoch. Plus, plus. Da regenerieren wir Gesundheit. Okay. Selber rausgefunden, nicht nachgelesen. Das ist halt das Schöne. Das mit euch gemeinsam zu erleben. Ist natürlich jetzt auch nicht so spannend, aber wir können ja bei den Sternenhimmel
uns anschauen und überlegen, da irgendwo sind die Kerbals unterwegs und machen gerade ihre ersten Missionen in den Weltraum zu den ersten Planeten, erleben dabei spannende Abenteuer. Oder so. Okay, so, das Bett bauen wir wieder ab, das steht nämlich da im Weg rum. Und dann kümmern wir uns weiter um unseren Garten hier. Ist irgendwie noch sehr dunkel. Machen wir mal erstmal hier Licht hin. Ja, hätte ich das eher gewusst, dass das mit dem Garten so nicht funktioniert. Naja. Also die Freunde von... also diejenigen von euch, die das natürlich schon wissen, die das Spiel schon länger spielen, die wissen das natürlich. Und meine Stammzuschauer wissen, dass ich so ein Spiel gerne selber mit euch gemeinsam entdecke. Ich kann das nicht oft genug sagen. Ich bin natürlich dankbar für Hinweise und so. Ich lese ja auch alle eure Kommentare. Einige Sachen versuche ich dann ganz schnell wieder zu vergessen, um das halt dann auch selber irgendwie rauszufinden. Also ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Aber gerade bei Spielen wie zum Beispiel Kerbal Space Program und so ist es natürlich auch wahnsinnig spannend, da diese ganze Entdeckung selber zu machen. Und ja, das sehe ich hier ähnlich eigentlich. So. Was haben wir denn da noch? Eine Weizenpflanze. Ich hoffe, dass diese Monster uns das nicht alles kaputt machen. So, das ist kein Samen. Wir hatten aber noch mehr Samen. Wir hatten, genau, Kornsamen. Also, Kornsamen will heißen, Mais. Und der kann hier dann auch schön wachsen. So, und jetzt, weil es ja gerade nur Nacht ist, können wir hier unten in dem Haus mal ein bisschen weiterbauen. Und zwar wollte ich hier, schauen, ob wir einen Steinboden bauen können. Also sehen wir hier Cobblestone. Wie viel Steine haben wir denn im Moment? 266. Und zwei brauchen wir immer, da kommen zwei raus. Da machen wir mal 40 Steine. Schauen, was wir daraus wieder bauen können. Fackeln können wir bauen. Bandagen können wir bauen. Damit können wir uns dann heilen. Das ist ja auch nicht schlecht. Das sollten wir auch gleich mal machen. Aber erstmal möchte ich wissen, wie das denn aussieht, wenn wir hier mit Cobblestone... Na, so war das nicht gemeint. Den Boden machen. Übrigens, was ich gerne wissen würde, ist, wie man... Wenn wir jetzt hier den Stein haben... Ohne, dass ich da jedes Mal zwei Lagen machen muss. Wisst ihr, wie ich meine? Dass man da vielleicht das irgendwie anders hinkriegt. Ist das denn vielleicht Eisen? Nö. Wahrscheinlich Kohle, oder? Ja. Geht denn die Hacke hier so wie bei Minecraft schneller kaputt, wenn man damit keinen Stein macht? Oder ist es einfach nur jetzt cool, dass... Weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. So, jetzt hätte ich das gerne, dass wir hier... Das ist jetzt nicht so, wie ich das haben wollte eigentlich. Ich wollte das irgendwie so haben, dass man da... Dass wir jetzt hier zum Beispiel... Ah, so geht das, seht ihr? Einfach da, wo es nicht hingeht und da wird auch nicht das abgezogen, was man nicht braucht. Guck mal, zwei. Passt. Dann haben wir jetzt hier einen schönen... Steinboden hier drin. Ich finde diese Musik so klasse. Ehrlich. Irgendwer hat mir auch erzählt, dass zu der Geschichte gibt's, zu der Musik gibt's eine Geschichte. Das ist irgendwie der Musiktyp irgendwie von vielen anderen schönen Spielen. Nur ich habe das wieder vergessen, wie immer. Ja, und wie wir hier weiterbauen und ob ich das alles nachkommentieren muss, das erfahrt ihr am Ende dieser ersten kleinen Staffel zu Starbound. Ich mache weiter und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und ich freue mich, wenn ihr ganz viele Kommentare und Daumen und Feedback und Abos und so weiter da lasst. Besonders die Daumen nicht vergessen und die Kommentare lese ich alle. Also bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.